Jimmy ist leidenschaftlicher Counter-Strike-Spieler. Doch was ist das? Auf einmal ist Jimmys Internet weg. Und er wird aus dem Spiel geschmissen. Jimmy wurde ganz offensichtlich gededost. Doch was ist ein DDoS? Nun, das wollen wir euch in diesem Video erklären. Denial of Service, kurz DOS, bezeichnet man in der Informatik als Nichtverfügbarkeit eines Internetdienstes. Bedeutet, dass man kein Internet hat. Das wiederum bedeutet für Jimmy, dass er kein Counter-Strike spielen kann. DDoS ist die Abkürzung für Distributed Denial of Service. Das ist ein verteilter DOS, das heißt ein Angriff von mehreren Computern aus. Diese Computer bilden dann das sogenannte Botnetz. Doch was ist ein Botnetz? Das Botnetz ist ein Netzwerk, das aus mehreren infizierten Computern besteht, um eine bestimmte IP-Adresse anzugreifen bzw. um sie auch zu infizieren. Das heißt, sogar dein PC könnte ein infizierter Zombie-Bot sein. Je mehr Rechner zusammengeschaltet werden, desto schlagkräftiger ist die DDoS-Attacke. Nun, da ihr nun wisst, was ein DDoS ist, erklären wir euch nun kurzerhand, wie ein DDoS funktioniert. Stellt euch mal vor, ihr hättet wahnsinnig viele Hausaufgaben auf. Ihr kommt nach Hause, wollt etwas essen, doch dann kommt eure Mutter und sagt euch, dass ihr noch mit dem Hund Gassi gehen sollt und den Müll rausbringen sollt. Daraufhin kommt euer Vater und möchte, dass ihr noch den Rasen mähen geht. Es kommen immer und immer mehr Ereignisse und Pflichten auf euch zu, die ihr zu erfüllen habt. Doch wie könnt ihr all diese Aufgaben erfüllen? Die Antwort lautet gar nicht, denn ihr würdet euch natürlich viel zu viel überfordern. Genau so sieht das auch mit dem Computer aus, der gededost wird. Die infizierten Computer innerhalb des Botnetzes senden Milliarden von Aufgaben und Objekte an den Internetrouter bzw. den Computer. Irgendwann kann der Router nicht mehr mithalten und stürzt kurzerhand ab. Was könnt ihr gegen einen DDoS-Angriff tun? Erstens, ihr könnt euch ein Programm runterladen, das eure IP-Adresse auf die Schnelle ändern kann, auch bekannt als VPN. Zweitens, ihr könnt euren Router bzw. Computer einmal neu starten, um eure IP-Adresse zu resetten. Und drittens, schmeißt einfach den Computer aus dem Fenster, wie Jimmy es getan hat. Nun, das war's auch schon mit diesem kurzen Erklärvideo. Wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen und ihr konntet ein bisschen was dazulernen.